Salam alaikum. Mein Teppich hat immer noch die Fähigkeit, mich zu bewegen. Ich nutze es und sehe mich nun mit meiner Fotogruppe im dritten Teil meines Türkei-Abenteuers in dem Bergland Kappadokiens um. Von Avanos, unserem Standquartier aus, führt die erste Exkursion über den Kizilirmarktfluss mit den Privatfahrzeugen unserer Führer Michael und Susanne nach Zelbe, einer Felsenstadt in Kappadokiens Erosionsgebiet. Der nicht mehr bewohnte Ort ist heute ein Freilichtmuseum. Zelbe war schon zu römischer Zeit besiedelt und diente im Laufe der Zeit auch Byzantinern, Seldschuken, Osmanen, Griechen und Türken als Unterkunft. Neben diversen Kirchen ist auch eine Moschee vorhanden. Erst 1953, nachdem durch Erdbeben und Erosion immer mehr der Höhlen einstürzten, wurden die letzten Bewohner in ein mit staatlicher Hilfe neu gebautes Dorf umgesiedelt. 1967 wurde das Gelände zum Museum erklärt. Das Areal besteht aus drei Tälern, deren Wände komplett mit Höhlen durchzogen sind, die von den Bewohnern in den weichen Tuffstein gehauen wurden. Darunter sind Wohnungen, Wirtschaftsräume, Kirchen und ein großer Klosterkomplex. Fast alle Räume sind untereinander durch Gänge und Stollen verbunden, die zum Teil durch die für kappadokische Höhlen typischen Rollsteine verschließbar sind. Michael, ein Mann der vielen Worte, hat sich schattig zurückgezogen. Denn mit unserer zeitaufwendigen Fotografiererei kann er sich nicht abfinden, wie er uns später auch einmal direkt sagte. Über steile, in Schächten gehauene Trittstufen, die auch der Belüftung dienten, war es möglich, höher gelegene Teile über angestellte Leitern zu erreichen, die bei Gefahr einfach nachgezogen wurden. Einsam hält ein Wächter die Wacht über einen mit einer Kette gesperrten Zugang und spielt aus Langeweile auf seinem Stock geräuschlos Geige und lacht uns dabei freundlich zu. Wieder zurück am Parkplatz beobachte ich einige Frauen eines Verkaufsstandes, wie sie aus Mehl, Wasser und womöglich weiteren Zutaten Fladen walzen und backen und uns auf einem Teller als eine Art Pfannkuchen servieren. Wir fahren ein wenig und werden von der Susanne in einem neuen Tuffsteingebiet abgesetzt, wo uns nun eine lange Wanderung über facettenreiche Höhen und Täler der dortigen Landschaft mit ehemals intensiver vulkanischer Tätigkeit führt. Ursprünglich wurde die Landschaft Anatoliens von großen Seenplatten und tropischen Sumpflandschaften bestimmt. Als sich das Taurusgebirge im Süden weiter erhob,
wurden im Inneren Anatoliens große Mengen Lava langsam an die Erdoberfläche gedrückt, was schließlich zur Bildung der Vulkanlandschaft führte. Im Neogen vor etwa 23 Millionen Jahren, also in erdgeschichtlich relativ junger Zeit, kam es zu bedeutenden Eruptionen, die neben Lava auch große Mengen Tuffaschen in ein ca. 10.000 Quadratkilometer großes Gebiet schleuderten, was heute als Kappadokien bezeichnet wird. Die Landschaft Zentralanatoliens wurde durch neu gebildete Vulkanberge und verschiedene Schichten vulkanischer Tuffe neu geprägt, während die tiefer liegenden Sumpf- und Seenplatten von den Lava- und Magmamassen zugeschüttet wurden. Ist das denn da richtig? Ja, hoch? Nein, Kopf in Salamander. Schau mal, passiert nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nach. Schau mal, in die Richtung, weil die Kohlen hier sind. Ach so. Ja. Leider ein etwas größerer Tritt. Und? Hermann macht schöne Action. Wunderbar. Die hätten Lederhosen haben sollen. Das ist deine Kamera auf, Eva. Ja. Noch aufs Profil. Ja. In Berliner brauchst du nicht her. Das ist deine Kamera auf, Eva. Gefrühstückt wird heute am zweiten Ausflugstag später, denn wir wollen zeitig einen Sonnenaufgang erleben. Nur, von der Sonne ist heute leider nicht zu sehen. Dafür dürfen wir aber erleben, was mir eigentlich auch viel lieber ist, wie die sprichwörtliche Kappadokien-Heißluftballonfahrt vorbereitet, gestartet und gelandet wird, wobei ich ganz besonders eine national-chinesische Gruppe beobachte.
Sing a song. Sing a song. Sing a song. Okay. Dem Hunger inzwischen aus der Not geholfen, geht es nun weiter. Wir stoppen für ein Foto vor einer wie ein Schweizer Käse durchlöcherten Bergflanke hinter einer Häuserzeile und können anhand der gehissten Türkei-Flagge hoch auf dem Plateau ein Feriendomizil ausmachen. Bald halten wir an einer kleinen Moschee. Hier ist noch deutlich festzustellen, dass das Gebetshaus christlichen Ursprungs ist. Unweit des Sakralgebäudes stoßen wir auf den Zugang einer unterirdischen Stadt, ehemals ein perfekter Zufluchtsort für ihre Bewohner. Schon die frühen Menschen in Kappadokien haben die geologische Besonderheit ihres Siedlungsraumes zu nutzen gewusst und ihre Städte nicht oberhalb der Erde errichtet, sondern diese auch unterirdisch in den leicht zu bearbeitenden Tuffstein gehauen. Zur Verteidigung und zum Schutz vor Angreifern waren unterirdische Städte gut geeignet. Die wenigen Zugänge waren durch Sträucher getarnt und somit von außen kaum erkennbar. Im Inneren bestanden sie aus einem für Außenstehende unüberschaubaren Labyrinth von Gängen, die wiederum einzeln durch mühlsteinartige Steine verschließbar waren. Die Steine waren so eingebaut, dass sie sich von innen relativ leicht in die Verschlussstellung rollen ließen, von außen aber nicht zu bewegen waren. Die Städte gingen mit bis zu 12 bis heute gefundenen Stockwerken über 100 Meter tief in die Erde. In ganz Kappadokien sind fast 40 unterirdische Städte bekannt, von denen allerdings nur ein kleiner Teil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Höhlenräume wurden von den türkischen Bewohnern auch wegen der gleichbleibend angenehmen Temperaturen bis ins 20. Jahrhundert weiter genutzt. Ein neuer Tag und ein Burgfelsen in Ortahisar mit 90 Meter Höhe inmitten des Ortes. Er wurde befestigt und kann heute bestiegen werden. So, wir stehen jetzt hier vom Volkskundemuseum in Ortahisar. Hier möchte ich euch gerne mal zeigen, wie vor 30 oder 40 Jahren das Leben hier noch in Kappadokien ausgesehen hat. Das unterscheidet sich ganz erheblich von den 70er Jahren, so wie wir sie kennen. Ich möchte euch zeigen, die Männer hier gearbeitet haben, gelebt haben, wie die Hochzeitsriten waren und überhaupt das allgemeine Leben, wie es stattgefunden hat hier. Und so findet es auch teilweise in ganz, ganz weit Kappadokien zum Teil immer noch statt. Der Felsen ist in der für die Region Kappadokien typischen Art von Höhlen und Gängen durchzogen, die bis zu 400 Meter weit reichen. Wie die unterirdischen Städte diente er frühchristlichen Gemeinden als Schutz vor Angreifern. Für die Öffnungen hatte man Passteine, sodass der Berg von Feinden nicht als wohnlich erkennbar war. Wir pirschen weiter durch verwinkelte Gassen und aufgegebenen Höhlenbauten zu Tal und umrunden den Bergfried.
jeder Schritt zeigt dabei wunderbare Fotomotive der verschiedensten und für uns häufig unmöglichen Objekte. Auffällig sind die vielen, fast nicht erreichbaren, kleinen Öffnungen hoch im Fels gelegen. Laut Michael sind es Taubenschläge, womöglich auch von innen im Verbund erreichbar. Durch die Erosion entstandene Freiflächen wurden mit dem Guano der Tauben gedüngt, um den kargen Boden fruchtbar zu gestalten. Heute in der Zeit des modernen Kunstdüngers sind Tauben kaum noch vorzufinden. Der Guano ist ein feinkörniges Gemenge von verschiedenen Phosphaten, wie zum Beispiel den Calciumhydrogenphosphaten. Er entsteht aus den pastösen Exkrementen von Seevögeln, wie den Pinguinen oder Kormoranen, so auch von Tauben. Wieder zurück steht für den Abend noch ein Sonnenuntergang auf dem Plan. So fahren wir dazu nach Ushiza. Der Ort hat über 1000 Einwohner und wird dominiert vom 60 Meter hohen Burgfelsen, der weithin sichtbar ist. Dieser Felsen ist ebenfalls durchzogen von zahlreichen unterirdischen Gängen und Räumen, die heute größtenteils zugeschüttet oder unpassierbar sind. Sie dienten als Wohnräume in byzantischer Zeit, auch als Kloster. Ursprünglich lebten im Burgfelsen selbst etwa 1000 Menschen. Auf dem Weg zu einer großen Tageswanderung stoppen wir in einem kleinen Ort, welcher im 20. Jahrhundert von griechischen Kaufleuten mit Wohlstand beherrscht war. In einer nationalen Säuberung mussten die Griechen nur mit dem nötigsten Handgepäck das Land verlassen und all ihr Hab und Gut zum Nachsenden bereitstellen. Was aber nie geschah. Der freie Wohnraum wurde weither aus dem Osten zwangsangesiedelten türkischen Volksstämmen zugewiesen. Leider waren diese Menschen nicht in der Lage, die großen Häuser wie auch den Besitz der Griechen zu unterhalten. So verfiel die griechische Kultur unter den Händen der Zugereisten zusehend bis heute hin zu Ruinen. Mit einem Panorama des nächsten Zielgebietes starte ich nun zu einer wirklich spektakulären Wanderung. Hier sieht man zu Beginn gleich recht deutlich die vulkanischen Ablagerungen an der seitlichen Begrenzung des Wanderpfades. Immer wieder stoppen wir für Panoramen, HDR-Bilder wie auch Videoaufnahmen. Da dieses nun mit 6 unabhängigen Fotografen immer fortwährend geschieht, bekommt Michael sichtlich die Grillen, denn er weiß von der Länge des Weges. Um wenigstens voranzukommen, hat Michael bei einer Pause die Idee, dass wir uns doch zusammentun könnten und letztlich die Bilder untereinander austauschen. Das Echo darauf möchte ich wegen der Eigenwertigkeit der Bilder gar nicht erwähnen, denn das zeigt allein die Fülle der entstandenen Aufnahmen, wovon ich nur einen kleinen Teil wiedergeben kann.
der Einstieg bei Göreme in das leicht abfallende Tal, das sich in Jahrtausende wohl aus einem Rinnsal durch Erosion immer breiter und tiefer entwickelte, fängt wie zu sehen mit sanften Tuffsteinen harmlos an. Doch hinter vielen Kurven tauchen plötzlich mächtige, phallusartige Feenkamine oder besser ausgedrückt Felstürme auf, welche wegen ihrer oftmals paarweisen Nähe dem Liebestal, wie es genannt wird, seinen Namen gaben. Schauen wir mal und lehnen uns relax zurück. Hier kommen wir nicht lang, da oben hoch. Abschließend erlebe ich noch, wie das bereits breiter werdende Tal landwirtschaftlich genutzt wird. Mittels Michael als Übersetzer mit einer Türkin nach ihrer getanen Arbeit erfahre ich, dass sie 6 Jahre in Köln war, aber kein einziges Wort Deutsch gelernt hatte. Eigentlich doch schade, muss ich letztlich feststellen. In Richtung zurück zum Hotel sehen wir etwa 6 Kilometer vor Avanos an der Straße ein gelbbraunes Gebäude, das ziemlich neu aussieht. Es ist die berühmte Karawanserei Sardana, die im 12. Jahrhundert gebaut und vor etwa 25 Jahren mit den gleichen Steinen wie beim Bau restauriert wurde. Ergebnis ist ein Gebäudekomplex, der original wie der ursprüngliche Bau aussieht und so einen guten Überblick über die Geschichte und den Sinn dieser Karawanserei gibt. Tagsüber ist es ein Museum, das man durch ein reich dekoriertes Eingangsportal betritt. In der großen Kuppelhalle sind laut Aushang an manchen Abenden Derwischzeremonien zu sehen.
Heute möchte der Michael unseren Aufenthalt in Kappadokien nutzen, um uns noch einmal zu einer besonderen Wanderung durch ein weiteres Tuffsteintal führen. Er hat sich damit abgefunden, dass die Touren in der Dauer um mindestens 100% überschritten werden. So steht für heute eben nur diese Wanderung auf den Plan und den Rest des Tages wollen wir uns dann in Avanos umsehen. Auch hier finden wir Feenkamine, allerdings mit größerem Umfang, wie auch häufig zu landwirtschaftlich genutzten Flächen. Besonders scheint hier der Wein- und Obstbau verfolgt zu werden. Anspruchsvoll gekrönt und zugleich auch erbaulich wird dieser Marsch durch häufige Klettersteige und entlang Wasserführungen, die allerdings zurzeit glücklicherweise wenig frequentiert sind. Na, schauen wir mal, ob uns die Steinwüste noch einmal für weitere Fotos motiviert. Mit meinem 300 mm Objektiv, das ich heute glücklicherweise dabei habe, ist es mir nun möglich, den ruhenden Vulkan Erciyes mit 3917 Meter festzuhalten. Der Berg ist ein Symbol Kayseres und überragt die etwa 1000 Meter hoch liegende Stadt um 2900 Meter. Allmählich wird das Gebiet immer mehr erschlossen. Es werden vermehrt richtungsweisende Steine mit Ortsangaben und Einkehrmöglichkeiten aufgesetzt, die manchmal gut zur Dokumentation verwendet werden könnten, wie gerade im Bild zu sehen. Es ist immer wieder schön, wenn der Wagen nach all der Tackelei mit unserem Foto-Equipment
schon von Weitem zu sehen ist, was dann auch gleich das baldige Ende eines Ausflugs andeutet. Heute wird es zum Schluss besonders spannend, denn die wahrscheinlich beste Ballonfahrt der Welt kann man in Kappadokien machen, woran wir einmal hier natürlich teilnehmen. Eine Ballonfahrt ist immer ein einmaliges Erlebnis, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich im Sauerland in 1000 Meter Höhe über Felder, Weiden, Städte und Wälder fliege oder in der märchenhaften Landschaft Kappadokiens durch zauberhafte Täler schwebe. Wenn wir nun in der Schau die kappadokische Landschaft gut beobachtet haben, sehen wir sie noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive und erkennen womöglich das eine oder andere bereiste Ziel mit einem stillen Lächeln und innerer Einkehr wieder. Mit Gerumpel und Gepumpel in guter Deckung hinter dem Bastgefleck des Korbes über den Acker gezogen, ist die heile Landung sozusagen perfekt. Man sieht es den Gesichtern der Gruppe schon an, denn in dieser letzten Einstellung erkläre ich gerade meinen Fotokameraden, wie ich beabsichtige, wieder nach Hause zu reisen. Glaubt mir, ihr seht ganz recht, mit einem Wüstenschiff. Zumindest aber bis zum Airport nach Istanbul.